Jo, willkommen bei Kfz-Fuzis. Heute machen wir die Messung. Drei Messungen machen wir auf jeden Fall. Bokwana gegen China-Lader. Wir fahren jetzt gerade, wir haben den Wagen jetzt warm gefahren. Wir fahren jetzt dorthin, wo wir fahren wollen. Drei Messungen. Die erste wird sein auf jeden Fall 50 bis 80. Mit dem dritten Gang aber wohlgemerkt. Und danach, ja, gucken wir, vielleicht 30, 80. Ja, und dann, wenn wir es noch schaffen, dann 100, 150, weil der Kunde wartet. Wir müssen das ein bisschen schnell machen. Deswegen, und jetzt gehen wir dorthin, wo es abgesperrt ist, natürlich für uns. Extra. Ne? Okay, bis gleich. So, jetzt ist der Bokwana dran. Unser Blow-Off-Ventil ist gerade flöten gegangen. Der hat keine Leistung mehr gehabt. Also wir konnten leider 100, 150 nicht aufnehmen. Aber egal, wir haben aber 30, 80, nee, 50, 80 und 30, 60 war das, ne? Haben wir drin. Das werden wir jetzt machen. Bis gleich. Also ich muss sagen, Fazit, ich finde beide sind geil, beide lassen sich gut fahren. Ne? Ihr müsst euch ja vorstellen, der hat 1,5 Bar, der andere hat 1,5 Bar oder knapp 1,5 Bar, beide. Und ich muss sagen, beide lassen sich echt sehr, sehr gut fahren. Ich glaube aber bei dem China-Lader, finde ich, der Druck ist viel besser, den Turbo fühlt man viel besser, ne Rafik? Ja. Ne? Finde ich. Aber beide Turbo sind identisch, also die Zeiten haben wir. Der Bokwana ist schneller auf jeden Fall. Muss man sagen. Aber ich, für mich fühlt sich der China-Lader besser an. Aber das kann wiederum mit meiner Software was zu tun haben. Weil meine Software, die habe ich selber gemacht. Und bei dem ist die Software, muss ich noch nachfragen, wer das gemacht hat. Werde ich aber alles natürlich hinschreiben, wer die Software gemacht hat. Aber ich finde, meine Software ist besser abgestimmt, finde ich. Aber ich habe auch sehr lange dafür gebraucht. Das ist auch, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich besser bin oder so. Nein, es ist nur darum, ich mache ja im Jahr vielleicht 10 Softwaren. Und dann ist es natürlich klar, dass ich sehr lange Zeit habe dafür. Und es gibt Leute, die das jeden Tag 10 Software machen. Die haben nicht so viel Zeit, den immer wieder einzustellen, nochmal fahren, nochmal einstellen, nochmal fahren. Fazit ist auf jeden Fall, man kann sich beides antun. Für mich.